Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts. Hier ist der Golf in Leicht Podcast mit Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut, wo auch immer du uns hörst oder siehst, auf allen Podcast-Plattformen oder auf unserem YouTube-Kanal. Und ich möchte mit dir heute ein Thema besprechen, was nochmal im Grunde genau jetzt in diese Phase reinpasst. Denn es geht mir darum, welche Fehler du jetzt auf gar keinen Fall in deinem Training machen solltest. Und dann nochmal der Hinweis, ich weiß, es ist noch in ganz vielen Regionen irgendwie gefühlt Winter, obwohl wir schon Mitte März jetzt haben, wenn diese Podcast-Folge rausgeht und man ja irgendwie sagt so, okay, der Frühling könnte ja jetzt mal sich zumindest so ganz langsam melden. Ja, so. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere oder die eine oder andere hat so um Weihnachten, um Neujahr herum sich große Ziele gesetzt, nach dem Motto, ich möchte mehr trainieren und ich möchte vielleicht in die Mannschaft oder welche Ziele es auch immer sind. So, und jetzt wird man so ein bisschen durch dieses Wetter ausgebremst, weil die Plätze sind noch nicht auf, die Driving Ranges sind noch nicht offen oder haben vielleicht auf, aber es ist kalt und dunkel und so weiter und so weiter. Und das ist übrigens der allergrößte Fehler, den du machen kannst, nicht jetzt anzufangen mit dem Training. Egal, wie gerade die Bedingungen bei dir sind. Denn wenn du nicht jetzt anfängst, es ist Mitte März, du hast also jetzt noch Mitte April, ich sag mal vielleicht 4, 5, 6 Wochen Zeit, die Saison ideal vorzubereiten. Und jede Woche, die du länger vorbereitest, hast du sozusagen nachher doppelt Vorsprung, weil du hast eine Woche trainiert. Ich sag mal, deine Konkurrenten, Konkurrentinnen haben eine Woche nicht trainiert, macht 2 Wochen Unterschied. Ja, also weil du hast eine Woche trainiert, die nicht. So, und wenn die erst eine Woche trainiert, dann machst du schon 2 Wochen trainiert. So, das heißt, je früher du jetzt in das Training einsteigst, desto besser wird es bei dir im Mai, Juni, Juli laufen. Das ist doch ganz einfach. Einfach, weil du nicht erst dann mit deinem Training anfängst, wenn die Saison losgeht. Ja, also diesen Fehler solltest du auf gar keinen Fall machen, dass du sagst, naja, es ist jetzt irgendwie noch kalt und dunkel, ja. Also, geh raus, geh trainieren, melde dich bei uns, damit wir ins Coaching mit dir starten können. Das wäre im Grunde das Allerbeste für deine direkte Saisonvorbereitung, weil wir dann nämlich in den nächsten Wochen noch ganz, ganz gezielt deine Saison vorbereiten können, sodass du dann im Mai, wenn es losgeht, oder Mitte Mai up and running bist und es dann wirklich du oder du direkt durchstarten kannst. Also, insofern, melde dich bei uns, fabianbönker.de/termin und dann sprechen wir einfach mal über dein Spiel und das, was du jetzt noch in den nächsten Wochen machen kannst. So, also das ist Fehler Nummer eins, nicht jetzt anzufangen und sich nicht bei uns zu melden. Fehler Nummer zwei, und das ist etwas, ich bin letzte Woche in Spanien gewesen, in einem Trainingslager mit Coaching-Teilnehmern, waren in Novo Santi Petri, viel gespielt, viel trainiert, viele Aufgaben gehabt, natürlich auch an der Technik gearbeitet, aber der allergrößte Fehler, den du jetzt machen kannst, ist, dass du, wenn du schon im Training bist, dein Techniktraining, was jetzt dir in den letzten Wochen und Monaten sicherlich den überwiegenden Anteil ausgemacht hat, zu 100% weiterführst, sprich deine Trainings Inhalte nicht veränderst. Denn natürlich könnte man jetzt sagen, oh, es ist jetzt Mitte März und jetzt habe ich noch 4, 5, 6 Wochen. Ah, das ganze variable Training, das kurze Spieltraining, das kann ich alles später machen. Ich muss immer jetzt noch mal gucken, dass ich überhaupt erstmal als Basis muss der Ball gerade fliegen. Ja, so. Und wenn du jetzt nicht anfängst, variabler zu trainieren, also sprich diesen Anteil von, ich sag jetzt mal, wir machen einfach mal 100% Techniktraining hast du oder vielleicht 80% Techniktraining hast du bis jetzt gemacht. Wenn du den nicht sukzessive kleiner werden lässt und diesen Anteil variables Training nicht sukzessive steigerst, dann wird Folgendes passieren, dass du nämlich bei den ersten Turnieren auf dem Platz stehst und immer noch voll in deinem Schwung drin bist, in deiner Schwungtechnik und keinen Score zustande bringen wirst. Weil du immer noch mit, ich muss mehr von innen und so weiter beschäftigt bist. Und nicht, dass das nochmal, bitte verstehe mich nicht falsch, nicht, dass das unwichtig ist. Aber in der nächsten Folge spreche ich über ich sag mal, zwei Systeme, die bei dir in Konkurrenz zueinander stehen, nämlich einmal das Techniksystem und einmal das Ergebnissystem auf dem Golfplatz. Ja? Und auf dem Golfplatz brauchen wir eben das Ergebnissystem. So. Und wenn du jetzt eben nicht anfängst, diesen Technikanteil kleiner werden zu lassen, dann passiert Folgendes. Dann wirst du irgendwann in irgendeinem Turnier dein Schwunggefühl verlieren, obwohl man seinen Schwung nicht verlieren kann. In der nächsten Folge sprechen wir darüber.
oder in einer der nächsten Folgen. Es wird passieren, dass du auf einmal Schläge spielst, die du gar nicht kennst von dir. Dass du dir die Frage stellst, wie kann ich denn die Leistung, die ich auf der Driving Range erbracht habe, jetzt endlich mal auf den Golfplatz bringen? Diese Frage wirst du dir stellen, weil du noch voll im Techniktraining drin bist. Und das ist das Ding, ne? Du bist dann in so einer Spirale drin, denn Techniktraining hat ja immer einen Perfektionsansatz. So, man will es ja perfekt machen. Wenn ich an der Technik arbeite, will ich es perfekt machen. Wenn ich aber nur an der Technik arbeite und nur in diesem Perfektionsansatz drin bin, dann bin ich doch auch auf dem Platz in diesem Perfektionsansatz drin, dass ich sage, oh, der ist jetzt ein bisschen nach links geflogen oder ein bisschen nach rechts. Ich muss hier direkt mehr das und das ändern. So, und das ist etwas, dann hast du irgendwann so viele Schwunggedanken und so viele Ideen zu deinem Schwung, dann funktioniert gar nichts mehr. So, und darum, und das ist das Wichtige, du musst aus dieser Technikspirale rauskommen, denn dieser Perfektionsansatz im Techniktraining, der führt nicht zu mehr Sicherheit, sondern ganz im Gegenteil, der führt eher zu Unsicherheit, weil man doch immer was verbessern kann und der Ball wird doch nie geradeaus fliegen, egal wie perfekt ich eben den Schlag spiele, weil Golf ist nun mal ein Spiel, was erstens in der Natur, zweitens von uns Menschen gespielt wird. Das heißt, wir haben zwei Variable drin, die für große Unkonstanz sorgen, nämlich die Natur durch Wind, durch unterschiedliche Grassorten, unterschiedlich schnelle Grüns, unterschiedlichen Bunkersand und so weiter und so weiter. Und uns Menschen, die mit zwar einem, ich sag mal, von außen aussehenden, immer gleichen Bewegungsablauf diesen Schläger schwingen, aber der sich dann doch eben in Mini-Nuancen unterscheidet, weil man dann eben doch nicht mit der Schlagfläche immer in demselben Winkel an den Ball kommt, sondern mal ein bisschen offen, mal ein bisschen geschlossen. Und das sorgt dann für Bälle, die nach links und rechts fliegen. So, und diese Unsicherheit, die dann durch dieses, ich sag mal, Perfektionstechniktraining entsteht, das ist der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du da nicht gegenarbeitest. Und ich sag mal, erstens diesen Bereich Techniktraining nicht kleiner machst und zweitens dieses Variable-Training nicht größer machst. Denn über dieses Variable-Training, darüber gewinnst du Sicherheit, weil du eben dann auf einmal lernst, okay, ich kann ja unterschiedliche Ziele anspielen mit unterschiedlichen Schlägern. Ich kann Flugkurven schlagen, ich kann den Ball hoch, flach, links, rechts und so weiter schlagen. Denn nur wenn du das kannst, kannst du den Ball auch gerade ausschlagen. Das heißt, du stärkst sozusagen mit diesem Training, diesem variablen Training, von dem man zuerst das Gefühl hat, dass es einen eigentlich schlechter macht, weil man nicht die Ergebnisse erzielt, die man sich wünscht, wirst du besser dadurch. Das heißt, du wirst durch diese Unsicherheit, die du erstmal hast, wirst du sicherer, wirst du mehr Selbstvertrauen aufbauen. Und das ist eben jetzt so extrem wichtig, dass du eben das machst, und nicht weiter Techniktraining nach dem Motto, ich muss jetzt noch die letzten Wochen nutzen, dass mein Schwung perfekt wird, dass ich den Ball endlich gerade schlage und so weiter und so weiter. Und den Bereich, den musst du definitiv auf der Driving Range einkürzen und eben dann durch dieses Variable-Training ersetzen. Und natürlich musst du auch jetzt anfangen, das kurze Spiel zu üben. Selbst wenn die Übungsgrüns noch nicht auf sind, fang an, auf der Driving Range kurzes Spiel zu üben. Fang an, bei dir zu Hause, die mir zuhören, machen das bestimmt, auf der Puttmatte zu putten und so weiter und so weiter. Fang aber an, und das ist das Entscheidende, ja, auch dieses Thema kurzes Spiel, das ist nämlich Fehler Nummer 3 sozusagen, dass du nicht anfängst, das kurze Spiel oder diese In-Between-Schläge zu spielen. Also dieses 80, 70, 60 Meter, sondern immer nur Eisen 7, Eisen 5, Hybrid, Driver. Fang an, jetzt kurzes Spiel. Putten, Chippen, Pitchen, In-Between-Schläge, diese Mitteldinger, nicht Fisch, nicht Fleisch, die jetzt zu üben, damit du, wenn du sie auf dem Platz hast, eine hohe Sicherheit hast und nicht erst dort dann gefrustet vom Platz kommen und sagst, boah, jetzt muss ich aber mal anfangen, das kurze Spiel zu üben. Weil dann ist es meistens zu spät. Ja, das ist so, wie wenn man sagt auf dem Golfplatz, oh, ich habe Durst, ja, dann hat man schon zu wenig getrunken und die Leistung fällt ab. Das heißt, diese drei Fehler sind Fehler, die du eben unbedingt vermeiden musst. Du musst erstens jetzt anfangen zu trainieren. Melde dich bei uns, damit wir über deine Saisonvorbereitung, dein Coaching für die neue Saison sprechen können. Fehler Nummer 2 ist, nicht weiter zu 100% Techniktraining durchzuführen, sondern dieses Variable-Training zu erhöhen. Und Fehler Nummer 3, den du auf gar keinen Fall machen solltest, ist, dass du nicht jetzt anfängst, das kurze Spiel zu üben. Ja? Du musst es üben, weil das sind alles Bereiche, die du und die auch übrigens bei uns im Coaching, in der gezielten Saisonvorbereitung mit drin sind, die du eben brauchst. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und
Fang an, selbst wenn du nicht perfekte Bedingungen hast, hol dir einen Launch-Monitor. Nutze Trackman-Indoor-Anlagen, Trackman-Ranges. Wenn du ein Garmin hast, nutze die Anwendungstrainingsmodi, die es in diesen Launch-Monitoren gibt. Verschiedene Plätze spielen, verschiedene Spiele spielen, verschiedene Tests durchführen und so weiter und so weiter. Weil nur dann trainierst du das Spiel, so wie du es dann auch bald auf dem Platz trainieren musst. Oder spielen musst, nicht trainieren musst, spielen musst. So. Und darum, bitte, 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 vermeide diese drei Fehler, denn sie werden sonst dafür sorgen, dass du extrem frustriert am Anfang der Saison sein wirst, weil du eben nur langes Spiel trainiert hast, nur an der Technik trainiert hast und überhaupt nicht ins Spielen kommst, weil du eben dich nicht ins Spielen gebracht hast. Ja? Also, das ist mir ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte. Wenn du diese Technik, diese Folge hörst, ja, fang an. Fang einfach an oder ändere dein Training so, wie ich es dir gerade vorgestellt habe. Und dann bin ich mir sicher, oder bin ich mal auf deine Reaktion gespannt, auch zu dem variablen Training. Schreib uns da mal, wie das bei dir aussieht, was du da so machst. Da bin ich gespannt, wie das dann bei dir wirkt und wie sich das dann auch in deinem Spiel weiter auswirkt. Und vor allem, ich bin mir ganz sicher, auch wenn du diese in einer der nächsten Folgen bei uns hörst, zum Thema Schwung verloren, ja, da stelle ich eine Studie vor von einem Professor Schöllern aus Mainz, die eben auch nochmal unterstreicht, wie wichtig dieses variable Training ist und wie viel Sicherheit du eben darüber gewinnen kannst. So, also vermeide diese drei Fehler. Vermeide sie jetzt. Fang an, es konsequent und richtig zu machen und dann wird die neue Saison. Der Saisonstart vor allem, der ja entscheidend ist, richtig cool und da wird er dir viel Spaß machen. In dem Sinne, viel Spaß beim Training. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen und bleib gesund. Mach's gut, hier bei der Fabian.